Eine der mir am häufigsten gestellten Fragen meiner Arbeit, direkt oder indirekt, lautet: Wie kann ich in meinem Leben bekommen, was ich wirklich, wirklich will? Indem du verstehst, wie du jetzt gerade Leben kreierst. In diesem Podcast möchte ich dir die vier Phasen des Schöpfungskreislaufes vorstellen, die du, ob du willst oder nicht, mehrere Male am Tag durchläufst. Erfahrungsgemäß ist es so, dass die meisten von uns in einer oder zwei dieser Phasen richtig stark sind und die anderen beiden gern überspringen oder darin massive Blindspots haben. Der Schöpfungskreislauf hilft dir, zu verstehen, wie du Leben kreierst. Und wenn du das verstanden hast, kannst du den Kreislauf bewusst einsetzen, um das Leben zu kreieren, was dich in deiner vollen Schönheit, Wahrheit und Größe widerspiegelt. Mein Name ist Veit Linner und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode in meinem Podcast Seelengevögelt für die Rebellen und Rebellen des Geistes. Der Schöpfungskreislauf.
Dies war ein Ausschnitt aus einem unserer Live-Seminare Infinity. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und ich hoffe sehr, dass du wertvolle Erkenntnisse für dich gewonnen hast. Ich habe zum Abschluss zwei Bitten und einen Tipp für dich. Erstens, wenn du diesen Kanal für wertvoll achtest, dann abonnieren bitte, das hilft uns mit den Algorithmen. Zweitens, ich würde mich total freuen, wenn du eine kurze Nachricht hinterlässt, was war für dich die wertvollste Erkenntnis? Und drittens, wenn du jetzt gerade inspiriert bist und Bock drauf hast, mit mir gemeinsam für 6 Monate dein Leben auf ein neues Level zu bringen, dein Leben so zu kreieren, wie du es wirklich, wirklich willst, dann empfehle ich dir unser Selbstverwirklichungsprogramm Ich. Die nächste Runde startet im September und hier unter diesem Podcast findest du einen Link und kannst dich unverbindlich in die Warteliste eintragen. Ich freue mich auf dich.